Lübeck ist tatsächlich die Inzidenz sehr, sehr hochgeschnellt. 1072 ist der Wert, der heute gemessen wird. Und darüber möchte ich sprechen mit dem Bürgermeister von Lübeck, Jan Lindenau. Warum ist die Inzidenz hier in Lübeck so groß? Naja, wir sind, glaube ich, als ein Bundesland, das als erstes die Welle abbekommen hat. Der Omikron-Virus ist aus Skandinavien zu uns rübergekommen. Und damit haben wir eine Situation, die wir bisher so im Norden nie erlebt haben. Wir haben ja ansonsten hier Inzidenzen knapp unter 300 mal gespürt für wenige Tage. Und das ist sicher einer der Gründe, dazu kommt, dass wir, glaube ich, zu spät zentrale Einrichtungen geschlossen haben. Diskotheken sind faktisch formal ab heute erst geschlossen. Das war eindeutig zu spät und hat dazu geführt, dass sich das Virus noch schneller ausbreiten konnte. Da höre ich so raus einen gewissen Seitenhieb auf die Landesregierung, die ja die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz dann zu spät umgesetzt hat. Wie sehen Sie das? Wie viel früher hätte man da reagieren müssen? Naja, also wenn man bedenkt, dass die Bund-Länder-Konferenz am 21. Dezember beschlossen hat, spätestens zum 28. Dezember Diskotheken zu schließen und wir jetzt erst am Mitte Januar dazu kommen, es formal auch umgesetzt zu haben, ist das zu wenig Reaktionszeit. Der Ministerpräsident hat es auch eingestanden. Von daher, glaube ich, ist das Thema erstmal vom Grundsatz her klar. Aber es hilft uns in der Sache nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt noch weitere Maßnahmen vollziehen. Die jetzt flächendeckende Öffnung von Schulen halte ich genauso für gefährlich, denn wir erleben das schon. Die Infektionen in Schulen gehen rasant nach oben. Entweder muss Ehrlichkeit in die Debatte, dass man sagt, wir wollen bewusst unter der jüngeren Bevölkerung eine Durchseuchung erreichen. Oder aber man sagt eben, wir wollen schützen. Beides miteinander auszuspielen funktioniert, glaube ich, auf Dauer nicht. Auf der anderen Seite natürlich 2G plus jetzt in vielen Bereichen in Schleswig-Holstein beschlossen. Was bedeutet das hier noch einmal für die Wirtschaft? Wie groß sind da noch mal die Einschränkungen, die auch die Wirtschaft auf sich nehmen muss? Na, ich glaube, allein die Debatte darüber sorgt schon dafür, dass in Gastronomie, Einzelhandel, Tourismus natürlich Zurückhaltung auch bei den Menschen ist, weil sie Angst haben. Wiederum muss man sagen, für den Lübecker an sich ändert sich in der Masse kaum etwas. 70% der erwachsenen Lübecker sind bereits geboostert. Das heißt, die Regelung 2G plus gilt da gar nicht. Sie können weiterhin ganz normal in die Gastronomie gehen, wie sie bisher auch in die Gastronomie gegangen sind, unter den Hygienemaßnahmen und den Regeln. Von daher ist das auch immer eine Frage der Wahrnehmung und eine Frage der Regelung. Wir hier direkt im, ich sage mal, drei Ländereck, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, haben noch die Besonderheit, dass wir mit regionalen Regeln in unterschiedlichster Dimension uns auseinandersetzen müssen, weil in Hamburg andere Regeln gelten als in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dann nochmal anders. Das macht es nicht einfach und gerade für eine Touristenstadt natürlich auch, was den Tagesbesucher angeht, beispielsweise sehr speziell auch in der Überwachung. Harte Einschränkungen, die jetzt offenbar nötig sind, um eben die Zahlen runterzubekommen. Jan Lindenau, vielen Dank für das Gespräch.